grundsätzlich probieren wir immer was Neues, erfinden uns immer wieder neu. In dem Fall spreche ich vom Schweinekinn mit Gruyère. Eine gewagte Kombination, die dann natürlich im Team zusammen entsteht. Das Schweinekinn ist klassisch geschmort, klassisch glasiert. Am Ende sind es immer die Kombinationen, die eine sichere Bank sind. Ich sag mal Birne, Speck, Kartoffel. Das ist, was das funktioniert. Wir versuchen dem Ganzen einen neuen Rahmen zu geben, indem man ein bisschen mit Gruyère und noch Chicorée und das Ganze handwerklich aufwendig präsentiert, um so den Gast eben auch ein bisschen näher zu bringen. Am Ende vom Menü ist es für uns wichtig, dem Gast nochmal ein bisschen Leichtigkeit mit auf den Weg zu geben, ein paar Konventionen zu brechen. Wir kombinieren Heu mit Mirabelle und der Gast kriegt einfach zum Schluss nochmal mit entsaftetem Weizengras eine Kindheitserinnerung präsentiert auf dem Teller. Jeder weiß, es riecht nach frisch gemähtem Rasen, aber man assoziiert das einfach nicht in dem Moment mit einem Dessert bei uns auf dem Schloss Eberstein und der Gast ist zum Schluss einfach nochmal überrascht.